Hallo Leute, ich grüße euch herzlich zu einem neuen Video und heute geht es um den ersten Teil meiner iOS 6 Testserie. iOS 6 ist das neue Betriebssystem von iOS, was gerade brandneu rausgekommen ist und ich zeige euch in dieser Serie alle neuen Features, teste sie mit euch und zeige euch meine Eindrücke dazu. Anfangen tun wir mit Siri, was wohl das größte Update eigentlich bekommen hat. Siri ist nämlich neben dem iPhone 4S nur noch auf weiteren Geräten verfügbar. Da haben wir nämlich erstmal das neue iPad 3 hier, also das ganz neue iPad, also die neueste Generation des iPads und auch den iPod Touch und den neuen iPod Touch 5G und das neue iPhone 5. Außerdem kommt es mit tollen neuen Funktionen und das alles zeige ich euch nun in diesem Video. Ja, Siri lässt sich wie beim iPhone 4S einfach auch beim iPad öffnen, indem wir hier auf den Home-Button drücken. Jetzt bekomme ich halt hier schon hier Siri-Fenster. Ich beende das jetzt einfach mal und stelle einfach mal eine kurze Frage. Hallo Siri, wie geht es dir? Und jetzt lädt das Ganze. Wir sehen das... ich freue mich des Lebens. Also das Internet ist an, das dauert halt immer länger, je nach Internetverbindung, aber das Ganze funktioniert natürlich auch über 3G bzw. 4G, nur wie gesagt, der muss halt dann immer die Server kontaktieren und es geht manchmal relativ schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber wir fragen jetzt einfach noch was und was ist der Sinn des Lebens? Ein Film. Ja, und so eine Frage, solche Spaßfragen beantwortet Siri natürlich ganz einfach. Aber Siri ist halt noch zu vielen anderen Dingen zuständig. Wir haben jetzt erstmal hier alles aufgelistet, was Siri so kann. Wir gehen auch gleich nochmal durch und wir gucken jetzt erstmal so die Standardsachen an, die es vorher schon gab. Und machen jetzt einfach mal zum Beispiel hier haben wir Nachricht senden. Sende eine Nachricht an Arman. Was möchtest du Arman sagen? So, ich schreibe jetzt mal kurz im Multi-App so eine Nachricht. Schreibe eine Nachricht an Arman. Hallo. Hier ist deine Nachricht an Arman. Senden. Okay, ich habe die Nachricht abgeschickt. So, normalerweise dürfte jetzt ein Sound kommen, aber wenn wir hier schon reingehen, wir sehen, die Nachricht wurde gesendet. Auf jeden Fall, das funktioniert einfach besser. Vorher gab es halt bei Siri ein paar Probleme, dass er es manchmal nicht so gut verstanden hat und das Ganze läuft jetzt einfach viel besser und schneller. Das ist halt nicht mehr so in der Beta-Phase eigentlich, jetzt ist es eigentlich schon in der Vollversion und das Ganze läuft flüssiger, aber wir haben noch viele neue Funktionen dazu bekommen. Twitter und Facebook ist ja auch in iOS integriert. Also Twitter schon vorher seit iOS 5, iOS 6, in iOS 6 kam jetzt auch Facebook dazu. Wir könnten natürlich vorher auch Twitter Tweets versenden, jetzt versuchen wir das Ganze einfach mal mit Facebook, was halt ja jetzt auch mit Siri verbunden ist. Schreibe auf Facebook, was ich gerade mache. Verstanden. Na, nee, das hat er nicht richtig gemacht, wir probieren es einfach mal. Sende eine neue Facebook-Statusmeldung. Hier ist dein neuer Facebook-Status. So, jetzt können wir einfach hier eingeben, was wir halt haben wollen. Hallo, liebe Freunde, ich teste gerade iOS 6. Tut mir leid, Björn, ich Hallo, liebe Freunde. Ich verstehe leider nicht, was du mit... Na gut, da funktioniert das nicht so ganz, da gibt es noch ein paar Bugs, aber wir geben jetzt hier einfach irgendwas ein und posten das und der hat jetzt das gepostet, eigentlich wollte ich es gar nicht senden, aber na gut, ist jetzt auch egal. Machen wir weiter mit den
anderen Neuerungen. Und zwar gibt es noch Sportergebnisse in Siri. Das heißt, viele Sportarten werden unterstützt, zum Beispiel Football, Basketball, Fußball, was uns natürlich auch hier alle interessiert. Baseball wird noch unterstützt. Wir können jetzt auch mal die NBA-Ergebnisse fragen. Was sind die NBA-Ergebnisse? Also wir fragen jetzt auch mal Basketballergebnisse. NBA-Finals. Die Mannschaft Heat hat die Serie mit 4:1 gegen die Mannschaft Thunder gewonnen. Sie hat das letzte Spiel 121:106 gewonnen. Ja, wir sehen hier schon, das kann er auch. Also NBA-Ergebnisse, wir versuchen uns auch mal mit einer Sportart, die uns vielleicht mehr interessieren würde, und das ist Fußball. Zeig mir die Bundesliga-Ergebnisse vom letzten Spieltag. Hier die Ergebnisse der Bundesliga von letztem Sonntag. So, jetzt sehen wir hier schon alle Ergebnisse. Das ist jetzt nur von Sonntag. Zeige mir die Bundesliga-Ergebnisse vom letzten Samstag. So sieht es in der Bundesliga von diesem Samstag aus. Ich glaube, das sind jetzt die Voraussichtungen auf das nächste Spiel. Auf jeden Fall Dies ist nicht möglich. wird das Ganze. Yahoo, Sportacula app ist nicht in. Auf jeden Fall läuft das Ganze über das Material von Yahoo, wie ihr gerade schon gesehen habt. Aber Ergebnisse können wir einfach ganz einfach gucken. Aber wir können auch viel mehr, und das machen wir einfach mal. Wir können zum Beispiel Daten auch zu Spielern fragen. Und das, ja, wie gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Wie groß ist Mario Gomez? Mario Gomez ist 1,88 Meter groß. Wer ist größer, Mario Gomez oder Philipp Lahm? So, das machen wir jetzt auch mal. Soweit ich weiß, ist Mario Gomez größer. Ja, das kann er auch alles, also so Fragen zu Spielern beantworten. Also es ist wirklich ein sehr großes Datenmaterial von Fußball oder generell Sportdaten. Also man kann eigentlich fast schon sagen, diese ganzen Sport-Apps wie Sport 1 oder Kicker oder sowas sind unnötig. Na gut, die können natürlich noch viel mehr, aber trotzdem, hier ist schon mal richtiges Datenvolumen, ja, eine Anzahl an Daten drin. Und Sachen ist natürlich nicht das Einzige, was Siri jetzt neu kann. Wir können auch die Filmesuche ist jetzt auch neu. Zum Beispiel, zeige mir Filme. Hier sind einige Filme. So, 24 Filme haben wir jetzt hier. Wir können natürlich auch noch mal nach Melsanderem suchen. Ich versuche mal Harry Potter. Zeige mir den Film Harry Potter. Okay, hier sind 8 Filme mit dem Namen Harry Potter. Ja, hier sind jetzt alle Harry Potter-Teile gleich aufgelistet, also wirklich auch ein großes Datenvolumen, was hier drin ist. Dann können wir hier direkt drauf gehen. Wir können uns hier die Hauptrollen, Regie und Regie angucken. Wir können uns eine Beschreibung durchlesen. Wir können direkt das Ganze bei iTunes kaufen oder leihen. Und wir können uns normalerweise nochmal einen Trailer angucken. Hier funktioniert das, glaube ich, nicht ganz. Probieren wir es mal hier. Naja, normalerweise dürfte das auf jeden Fall gehen. Auf jeden Fall, hier kann man auch nochmal die Filmesuche anwenden, dort viele Filme suchen. Aber was ich jetzt noch cooler finde, wir haben die Restaurant-Suche drin. Das heißt, ich mache das jetzt mal. Zeige mir Restaurants in meiner Nähe. Also. So. Hier sind 15 Restaurants ganz in deiner Nähe. Ich habe So. die Ergebnisse nach Distanz sortiert. So, das Ganze wurde ja, wie Siri schon sagt, nach Distanz sortiert. Wir haben hier schon die ganzen Restaurants hier in der Nähe. Ich glaube, fast alle sind dabei. Natürlich, es kann sein, dass manche vergessen wurden, aber ich glaube, das hier, das Material ist, also das Restaurantmaterial ist von Yelp, und das ist dann auch in der Karten-App integriert. Also wir haben auch sowas alles dort angezeigt, diese Restaurants, falls wir das wollen. Wir können hier dann direkt das jeweilige Restaurant ja, anrufen. Wir können uns hier gucken, wo das ist. Wir können uns direkt eine Route dahin bestellen, was ich jetzt aber nicht will. Aber was wir auch machen können, wir können das auch gliedern. Und zwar, wenn ich sage, ich möchte heute Pizza essen gehen. Ich suche nach Restaurants, in denen es Pizza gibt. Ja, ich Dieses suche. Restaurant mit dem Namen Ristorante, Pizzeria il Sorriso, in dem es Pizza gibt, ist ganz in deiner Nähe.
Ja, wir sehen schon, wir können einfach hier nach Pizzarestaurants suchen. Wir sehen hier, was es ist. Wir können uns direkt Rezensionen von Yelp durchlesen. Wir können hier zur Internetseite wechseln und wir können uns, wie gesagt, hier eine Route hinbestellen. Wir können natürlich auch bei Siri jetzt einfach sagen, mach mir einen Termin für 18 Uhr, dass ich dorthin gehen möchte, oder mach mir eine Erinnerung, dass wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich zum Pizzaladen oder sonst was. Alles können wir hier machen. Wir versuchen das Ganze nochmal. Ich möchte heute etwas Chinesisches essen. Okay, eines dieser chinesischen Restaurants ist ganz in deiner Nähe. Ja, wir sehen uns hier schon chinesische Restaurants in meiner Nähe. Das funktioniert hier auch super. Und manchmal bekommen wir halt sogar noch mehr Details. Aber auf jeden Fall ist ein riesiges Datenvolumen an Restaurants auch noch hier drin. Und also Sportarten, Filme und Restaurants sind jetzt neu in iOS 6 bei Siri. Und das macht es auch wirklich. Das macht Siri auch zu einer Funktion, die man wirklich gerne nutzen kann. Was auch neu ist, ist, dass Siri jetzt Apps öffnen kann. Das finde ich wirklich sehr super, denn da gab es ja häufig Kritik, dass die Sprachsteuerung bei also Siri nicht so gut ist, weil sie keine Apps öffnen kann. Und dort wurde auch mal die Konkurrenz, nämlich Samsung, angedeutet. Aber jetzt können wir das auch machen. Öffne Safari. So, Safari öffnet sich gleich. Spiele Angry Birds. Nee, habe ich Angry Birds überhaupt hier drauf? Weiß ich gerade nicht. Spiele FIFA 12. Spiele FIFA 12. Ich kann FIFA 12 in deiner Musik leider nicht finden. Na, das klappt jetzt nicht. Auf jeden Fall geht es auch, wenn ich sage, ich möchte ein Spiel spielen. Sucht er das eigentlich, aber gerade funktioniert das nicht so recht. Versuchen wir es aber nochmal mit einer anderen App. Öffne Twitter. Ich finde keine App mit dem. Öffne Twitter. So, und jetzt öffnet er gleich Twitter. Schließen wir aber am besten gleich mal. Und das geht halt mit allen Apps. Siri ist wirklich nun toll. In iOS 6, es hat große Updates und Upgrades bekommen. Natürlich, die Performance wurde verbessert, aber es herrscht auch jetzt ein riesiges Datenvolumen in Siri. Und wie ich gerade schon angesprochen habe, Siri ist jetzt ein Feature, was man vielleicht öfters nutzen könnte. Denn seien wir mal ehrlich, wer hat denn Siri jetzt wirklich genutzt, um das wirklich im Arbeitsalltag leichter zu haben? Ich glaube, manche haben Siri nur aus Langeweile genutzt, weil sie vielleicht irgendwas dumme Frage stellen wollten oder so. Aber jetzt ist Siri wirklich ziemlich funktionstüchtig und Siri hat mich wirklich überzeugt. Es ist für mich eines der besten Features in iOS 6, da die Features aus iOS 6 ja ein bisschen mager sind, ist das halt neben der Karten-App eigentlich für mich das beste Feature. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, wie ihr dazu steht. Eure Meinung ist gefragt. Ihr könnt ein Abo dalassen, falls euch dieses Video gefallen bzw. weitergeholfen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Serie zu iOS 6 weiter. Dort wird wieder ein neues Feature von iOS 6 aufgegriffen. Wer weiteres zu iOS 6 sehen möchte, der kann da gerne meinen Kanal verfolgen. Also, bis dann. Ciao Leute, euer Jailbreak-Profi.